Hey du, wer bist du? Das geht dich nichts an. Verschwinde. Du bist nicht sehr gesprächig, oder? Was glaubst du, warum ich hier lebe? Schon mal einen Einsiedler gesehen, der sich über Besuch freut? Nein. Na also, und jetzt hau ab. Nun erzähl mal was über dich. Kannst du mir sagen, warum ich gerade mit dir einen Kaffeeklatsch halten sollte? Weil du mir vertrauen kannst. Ich erzähle nicht alles weiter. Ach, kann ich das? Nun, wenn das so ist, beweis es mir. Was soll ich machen? Du willst mir beweisen, dass ich dir vertrauen kann. Nun, dann geh mal zu Morgan in die Taverne und bring ihm diese Flaschen Grog. Sonst noch was? Ja, bring mir die Bestellung von Morgan für nächste Woche mit. Wo finde ich Morgan? In seiner Taverne im Wald. Und wo ist der? Hier oben im Berg drin. Ich bin dann los. Ist okay. Thank you.
Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Halt! Du wirst in der Stadt als Verbrecher gesucht. Warum sollte ich dich hineinlassen? Ist die Liebe zum Nächsten. Wenn ihr Roperi habt, dann teilt sie mit denen, die nichts haben. Eure Spenden bemühen wir uns, die Welt friedlich zu halten,
indem wir füreinander da sind. Denn damals war sie rau, chaotisch und ohne Mitleid. Krieg und Zwietracht entstanden aus dem Streben der Götter, die Werte der anderen auszugleichen oder umzukehren. Unglücklicher, komm mal her zu mir. Du trägst ein schweres Joch. Dieser Lederbeutel wird deine Last mindern. Mach dir dein Leben leichter, Unglücklicher. Hey! Ich habe das Holz. Sehr gut, gib es Fabi, meinem Lehrling. Bevor du nun bei mir oder jemand anderem anfangen kannst, musst du aber der Zunft angehören. Zeig mal deine Waffen. Sieh dich ruhig um. Hey, du! Ich habe hier Holz für dich. Gib her! Ich werde es später stapeln. Lass uns handeln. Zeig mir deine Ware. Meine Meinung kennst du ja schon. Mich fragt ja keiner. Was hast du so alles? Ins Ödland will ich bestimmt nicht. Denkst du, die Türme bringen was? Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Hey, du! Zeig mir deine Ware.
Wer weiß schon genau, was es da gibt. Ich möchte Books abholen. Gut, du warst fleißig. Hier hast du ein paar Bugs. Das freie Lager wird nicht mehr allzu lange stehen. Zeig mir deine Schuhe. Sehr gerne. Die sind alle selbst hergestellt. Aus langjähriger Erfahrung. Was daraus wird. Soll irgendwo im Norden ein Sumpf sein? Kein Wasser, weit und breit. Dann zeig mal dein feinstes Handwerk. Schau dich ruhig um. Du wirst nicht enttäuscht sein. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Die exotischen Waren können wir jetzt ja vergessen. Ah, da ist ja das Paket für Vanadium. Bisschen eklig. Aber was tut man nicht alles für den König? Du hast da bestimmt nicht nur einmal geschissen, kann das sein? Was? Hier dein Paket. Sauber machen kannst du es aber selbst. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Sehr gut, dann hast du jetzt meine Stimme. Komm wieder, wenn du anfangen willst. Das Paket? Können wir ganz vergessen. Oh ja, das hätte ich fast vergessen. Hast du es dabei? Ja, hier. Danke. Die im freien Lager gehen. Boah, sie können machen, ich hätte sie nie gedacht, dass es Menschen gibt, die es sich zur Gewohnheit gemacht haben, regelmäßig direkt hinter ihrem Haus zu scheißen. Ich dachte immer, man würde lieber in den Garten des Nachbarn scheißen. Genau das habe ich auch. Aber ich bin ja sowieso kein Experte auf diesem Gebiet. Wo man es macht, ist eine private Sache. Ich glaube nicht, dass es dein Problem ist. Was verkaufst du? Ich handle mit Kräutern und Tränken. Wo bleiben denn die Schiffe? Das ist doch nichts Neues. Daran wird sich nie etwas ändern. Hört, ihr Bewohner von Asson, die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des oberen Viertels, einschließlich der Kaserne und der Festung des Fürsten, werden weiter verstärkt. Die Torwachen sind angewiesen, das Gesetz Lass mich mal deine Ware anschauen. auszulegen, um unerlaubtes Eindringen zu verhindern. Aufpassen, was man so rum erzählt. Wer weiß schon genau, was es da gibt. Irgendwann muss der Schiffsverkehr ja wieder laufen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Man hört doch immer diese Gruselgeschichten. Zeig mal, was du hast. Wie immer, alles frisch, alles günstig. Wer weiß schon genau, was es da gibt. Die exotischen Waren können wir ja jetzt vergessen. Seit... Was hast du anzubieten? Das habe ich auch gesagt. Kein Wasser, weit und breit. Der arme Kerl kann einem leid tun. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Zeig mir deine Bücher. Nur zu. Irgendwann muss der Schiffsverkehr ja wieder laufen. Die göttliche Ordnung gibt's nicht mehr. Die im freien Lager denken auch, sie können machen, was sie wollen. Willst du handeln? Aber gern! Ich kann das nicht mehr hören. Denkst du, die Türme bringen was?
Einige Probleme erledigen sich von selbst. Riesig, mit vielen gefährlichen Viechern. Mich fragt. Ich würde mir gerne deine Ware anschauen. Immer wieder gerne. Warum erfahre ich das jetzt? Da soll irgendwo im Norden ein Sumpf sein. Meine Meinung kennst du ja schon. Das freie Lager wird nicht mehr allzu lange stehen. Fürst Albrecht wird dafür sorgen. Seit. Meine Meinung kennst du ja schon. Bist du gekommen, um deine Strafe zu zahlen? Wer geht denn da schon freiwillig hin? Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Ich will die Strafe zahlen. Gut. Ich werde dafür sorgen, dass es jeder in der Stadt erfährt. Damit wäre dein Ruf einigermaßen wiederhergestellt. Ich habe hier schon etwas über eine Zunft erfahren. Was weißt du darüber? Man hört doch immer diese. Da fragst du am besten Ahus. Er ist der Zunftmeister und kann dir das besser erklären. Ich weiß nur, dass die Händlerzunft von Asun ein Zusammenschluss der wohl angesehensten Handwerker hier im Viertel ist und sie letztlich auch entscheidet, wer hier die besser bezahlte Arbeit bekommt. Also eine Gruppe mit einigem an Einfluss? Oh ja, garantiert. Die Wachen sagen, du kannst mir Zutritt zum oberen Viertel verschaffen. Daran wird sich dafür brauchst du schon ein gewisses Ansehen in der Stadt. Aber vielleicht machst du dich später noch darum verdient. Wer geht denn da schon freiwillig hin? Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Riesig, mit vielen gefährlichen Viechern. Mit mir kann man sowas nicht machen. Daran wird sich nie etwas ändern. Die im freien Lager denken auch, sie können machen, was sie wollen. Man muss eben aufpassen. Hey, warte mal. Was willst du? Deine Schritte klingen anders. Da steckt Kraft hinter. Du hast ein Ziel, oder? Ja, das kann man so sagen. Dachte ich mir. An den Schritten eines Menschen kann man mehr erkennen, als die meisten ahnen. Ich kann kaum noch schlafen bei all den Ratten. Bist du blind? Ha, merkst aber auch alles. Was ist passiert? Ich habe gesoffen und ein Rezept ausprobiert, in dem ich den Dampf nicht hätte einatmen sollen. Ist ziemlich beschissen gelaufen. Und was machst du jetzt? Fertig gebranntes Zeug saufen. Ich meine, Fürst Albrecht, ja, schon klar. Ich lasse mich in der Armenküche durchfüttern. Was soll ich auch sonst machen? Manchmal helfe ich Helene, ihr Zeug zu zählen und bekomme einen Apfel extra. Weiß sie davon? Ey, ich sehe dich nicht, aber ich höre, wo du stehst. Und ich kann immer noch verdammt gut zulernen. Nichts für ungut. Ja, ja, Spaß dir. Wie auch immer, bist du überhaupt bereit, mir zu helfen? Was brauchst du? Wie gesagt, ich bin einen guten Schnaps gewöhnt. Und das Zeug, das ich hier schnorren kann, ist kaum mehr als Wasser mit ein paar Umdrehungen. Ich brauch mal wieder was Ordentliches. Das kostet aber. Hast du es erfasst? Ich habe selber nicht. Spar dir die Ausflüchte. Ich will nicht deine Kröten. Lass uns mal meine. Was daraus wird. Warum gerade ich? Wie gesagt, ich habe deinen Schritten gelauscht. Du warst in den letzten Tagen ein paar Mal hier. Du klingst zielstrebig. Genauso jemanden brauche ich. Betrunken. Die exotischen Waren. Was genau kann ich für dich tun? Als ich noch fit und munter war, habe ich immer mit dem Schlimmsten gerechnet. Also habe ich ein paar Sachen auf der Insel verteilt, an Orten, an denen keiner suchen würde. Ich will, dass du mir einen meiner Schätze bringst. Einen Beutel mit ein paar Roperi drin. Ich kann das. Wenn du dich benimmst, schicke ich dich vielleicht nochmal los. Sollst es auch nicht umsonst tun. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Also gut, wo finde ich den Schatz? Auch gesagt. Wenn du vor Karls Bauernhof stehst, dann gehst du den Weg links entlang und biegst bei der nächsten Kreuzung rechts ab. Wenn du diesen Weg weiter folgst, kommst du in eine Höhle, aber da willst du ja nicht hin. Deswegen gehst du querfeldein und folgst der Felsformation, bis du vor dem Eingang der Taverne stehst. Dein Ziel ist der Eingang des Krebs, so heißt die Kneipe. Falls du dir unsicher bist, dann warte einfach, bis einer der Gäste pissen geht. Wenn du vor dem Eingang stehst, geh zur rechten Seite. An der Wand steht ein Strauch, da sind manche von den Jungs pissen. Und genau da habe ich meinen Beutel verbuddelt.
Natürlich nicht mit bloßen Händen. Ausgerechnet da? Den Überseehandel können wir ganz vergessen. Ich sagte doch, da wo keiner sucht. Hol dir eine Spitzhacke und grab am Strauch den Boden um. Du wirst den Beutel schon finden, wenn er noch nicht mitgenommen wurde. Liegt schon ziemlich lange da, das Ding. Na gut. Lass uns mal. Wo finde ich Karls Hof? Wenn du das Nordtor der Stadt verlässt und dem Weg über eine Holzbrücke folgst, kommst du bald an einem Wachturm der Rekruten vorbei. Halte dich danach links und du kannst den Hof nicht verfehlen. Außerdem sollte vor dem Turm noch ein Holzfäller sein Lager haben. Das kann nicht ewig so weitergehen. Ins Ödland will ich bestimmt nicht. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Der arme Kerl kann ein riesig, viel gefährlicher. Mit mir kann man sowas nicht machen. Der geht da jetzt noch frei. Hey, alles klar? Ob alles klar ist, fragst du? Nein, nichts ist klar. Ich habe keinen einzigen Ropieri, keine Arbeit und kein Essen. So sieht's aus. Alles klar? Ob alles klar ist, fragst du. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Die Türme bringen was? Meine Meinung kennst du ja schon. Würdest du zum Kloster gehen und einige Novizen reparieren? Wer weiß schon genau, was es da gibt. Warum sollte ich das tun? Weil die Arbeit dort gut bezahlt wird. Gut bezahlte Arbeit? Daran wird sich nie etwas ändern. Ah, Hauptsache Arbeit. Ich mache mich sofort auf den Weg. Immerhin haben wir die Goldmine. Was würdest du sagen, wenn ich dir gut bezahlte Arbeit beschaffe? Dann würde ich sofort arbeiten. Was denkst du denn? In dem Fall hätte ich was für dich. Das Kloster sucht noch Arbeiter für Reparaturen an Novizenhütten. Wunderbar. Ich bin dabei. Gut, wir sehen uns im Kloster. Ich kann das... Seid... Ich hätte gut bezahlte Arbeit für dich. Hast du Interesse? Klar. In Södland will ich denn arbeiten? Im Kloster. Da sollst du einige Novizenhütten reparieren. Kloster? Wo soll das sein? Du weißt nicht, wo das Kloster ist? Nicht wirklich, Mann. Hier in diesem Viertel sind wir von der Außenwelt sozusagen abgeschnitten. Man ist schon froh, wenn man genug zum Beißen hat. Da interessiert mich so ein Kloster recht wenig. Wie wär's, wenn ich dir eine Karte bringe? Das würde helfen. Komm wieder, wenn du eine hast. Probleme erledigen sich von selbst. Mich fragt ja keiner. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Nichts Neues. Denkst du, die Türme bringen was? Das hätte ich dir vorher sagen können. Wo bleiben denn die Schiffe? Ich komme von Alistair und soll mit dir sprechen. Ich habe schon gehört, dass du kommst. Um dich zu prüfen, werde ich dir eine Aufgabe stellen. Suche und finde in der Stadt Menschen, denen du helfen kannst. Hast du Gutes vollbracht, werde ich dir meinen Segen geben. Aha, ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, was hast du mir zu berichten? Das reicht so noch nicht. Komm wieder, wenn du mehr Menschen geholfen hast. Ich bin wieder da. Gut. Hat alles geklappt? Ja, hier sind die Ropieri. Lass gut sein. Ich habe es mir schon genommen. Also, wenn du willst, kann ich dir beibringen, wie man Schlösser knackt oder sich leise bewegt. Bring mir was bei. Klar, was soll es denn sein? Sehr gute Entscheidung. Warte aber immer die Dunkelheit ab und sieh zu, dass sich niemand sieht. Sehr gute Entscheidung. Warte aber immer die Dunkelheit ab und sieh zu, dass sich niemand sieht.
Komm mal wieder vorbei. Viechern. Wer geht da denn schon freiwillig hin? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Hey, du! Was hattest du denn da zu suchen, hä? Was hattest du denn da zu suchen, hä? Thank you.
Na bitte, geht doch. Thank you.
Verdammt, was ist los? Thank you.
Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Womit denn? Verdammt. Verdammt. Was ist los? Was ist los? Verdammt. Was ist los? Verdammt. Was ist los? Verdammt, was ist los? Warte mal.
Thank you.